Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind wieder auf unserer schönen Alpenmap Neuminibrunn. Ja, ich musste mich ja für einige Tage mal abmelden, krank melden. Und an der Stelle recht herzlichen Dank für die Genesungswünsche. Und ich möchte mich auch recht herzlich bedanken bei allen neuen Abonnenten, die hier ein Abo dagelassen haben und zukünftig hier bei uns mitmachen wollen. Zum Beispiel bei Neuminibrunn. So, ihr seht es, hier steht ein Case und ein Ballenwickler und ich habe in der Zwischenzeit einen Auftrag angenommen. Und was wir auch sonst alles so in der Vergangenheit gemacht haben, da werde ich dann gleich dazu kommen. Und wir werden jetzt erstmal hier diesen Auftrag weiter abarbeiten und fleißig hier die Ballen wickeln. Ja. Wie gesagt, recht herzlichen Gruß geht raus an die neuen Abonnenten meines Kanals. Freue mich sehr und im Speziellen möchte ich auch grüßen den Nevs Player. Hat mir geschrieben und freut sich hier auch auf diese Map, die er auch ganz, ganz toll findet. So auch wie ich. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Ballen abladen automatisch. So, und raus damit. Ja, freut mich, dass also hier die Map gut ankommt. Und was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass es nämlich zu dieser Map ein Update gab vor wenigen Tagen. Auch hier Grüße an den Modder TopAce888. Es gibt das Update 1020. Und was mich besonders an diesem Update freut, ist in der Beschreibung Spawnbedingungen für die Rehe wurden geändert. Und da springen sie auch, glaube ich, wieder irgendwo rum und waren auch gerade hier unterwegs, als wir hier auf die Map kamen. Also das hat ja geändert, dass die sollen also nicht mehr ganz so häufig spawnen und wenn ich das richtig verstehe, sollen sie auch nicht mehr hier direkt auf den Feldern spawnen, sondern immer irgendwo aus den Wäldern herauskommen und das macht doch Sinn. Das ist realitätsnah. Super, gefällt mir sehr gut. Auch hier werden wir später noch darauf kommen, was sich alles geändert hat, weil es gibt noch viele, viele andere tolle Neuerungen hier auf dieser Map. Also hier tut sich einiges. Grüße an den Modder hier. So, und was ich dann auch gelesen habe in der Beschreibung zu der Map, ich muss ehrlich sagen, das habe ich total überlesen und auch verschwitzt. Es gibt hier ja auf der Map ebenfalls Sammlerstücke und die würden uns natürlich auch kräftig Geld in die Kasse spülen, denn ihr erinnert euch in der letzten Folge, ja, ist schon ein bisschen her, vor, glaube ich, 3 Wochen knapp. In der letzten Folge haben wir mal eine kleine Map-Rundfahrt gemacht und haben ja auch festgestellt, es gibt einige interessante Flächen, wo wir zum Beispiel dann zukünftig ja eventuell Forstwirtschaft oder Produktion oder ähnliches platzieren könnten. Und dazu braucht man mit Sicherheit ein bisschen Geld im Portemonnaie. Denn Forstwirtschaft wäre auf jeden Fall interessant, dann zum Beispiel im Winter. Ja, und wofür wir natürlich auch dringend Geld brauchen, ist natürlich kräftige, starke Maschinen. Denn ihr seht es auch hier an der Hanglage und da hinten steht ja unser Lamborghini mit der Ballenpresse. Und der hatte auch schon ganz schön zu kämpfen hier an diesem Hang. Ja, aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch dazu. Und ich persönlich werde jetzt vermutlich kein extra Video machen wegen den Sammelstücken. Denn ich habe gesehen, es gibt schon ein ganz, ganz tolles Video. Und zwar von dem guten Kriux. Von dem Kriux. Ich werde euch einfach das Video verlinken in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch dort ansehen, wo diese 16 Sammelstücke auf dieser Map verteilt sind. So, soweit, so gut. Gehen wir mal ganz, ganz kurz rein und ich erzähle euch, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Denn ihr seht ja, wir sind im April und die letzte Folge, die war ja im Winter, wo wir dann ein bisschen rumgefahren sind. Und es war alles so schön in Winter Wonderland. Und allzu viel gab es eigentlich gar nicht zu tun in der Zwischenzeit. Ich habe ein paar Aufträge gemacht, ein bisschen gegrubbert und ein bisschen gedüngt. Und das hier ist jetzt ebenfalls auch ein Auftrag. Ihr seht es ja, Ballen und wickeln und die Silageballen dann natürlich wegbringen. Und das werde ich jetzt dann auch noch erstmal hier fertig machen. Und da das jetzt kein abendfüllendes Programm ist, werde ich jetzt ein kleines Break machen. Die Ballen soweit alle fertig wickeln, einwickeln. Und wenn wir sie dann zum Verkauf bringen, dann werden wir wieder einsteigen. Aber in der Zwischenzeit spiele ich einen kleinen Trailer ein, so ein bisschen als Vorankündigung, denn
Große sportliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und in Kürze wird es nämlich ein ganz, ganz tolles sportliches Ereignis geben. Und parallel dazu wird es auch wieder ein neues Spiel geben, das dann auch zukünftig hier auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Naja, so, wie würde man jetzt sagen? Bleibt dran, nach einem Spot geht's weiter. You dream of something long enough. Can you make it a reality? Where around every corner lies tradition and perfection. Where every tee is yours and the majors yours to win. Yeah, we built that place. The place you've been waiting for. The only place to experience it all. Ja, willkommen zurück hier wieder bei uns, Neumedibrunn, unsere schöne Alpenmap. So, ich habe die erste Fuhre Ballen, gewickelte Ballen jetzt schon eingeladen und wir werden uns jetzt auf den Weg begeben zur BGA. Ja, ihr habt es gesehen, im Trailer ist es zu sehen gewesen und zwar, ich bin ja im privaten, im Hobbybereich selber Golfer. Deswegen freue ich mich unheimlich darauf, dass es jetzt nach 8 Jahren, ich glaube 2015 war die letzte, ja, der letzte Titel aus der Serie EA Sports PGA Tour, der da kam, 2015. Und jetzt gibt es endlich wieder mal eine neue Version dieses Spiels. Und wie gesagt, als Golfer in Realität freut man sich dann auch immer, wenn man das Ganze auch an der PlayStation zocken kann. Und das Ganze wird eben auch nur für die neuen Konsolen sein, also PlayStation 5 und für den PC eben und die Xbox Series irgendwas, ich weiß gar nicht, wie das Gerät heißt dann, bei Microsoft. Bitte seht es mir nach, ich bin ein PlayStation-Spieler. Okay, aber nichtsdestoweniger freut es mich sehr und ich bin da sehr, sehr gespannt und auch sehr, sehr optimistisch auch von den Trailern und von den entsprechenden Videos, dass es grafisch mäßig richtig gut sein wird. Und das Ganze ist eben dann auch parallel. In Realität findet ja eben vom 6. bis zum 9. April das erste Major der Saison statt. Und das ist das Masters, das eben immer auf demselben Platz, dem Augusta National, stattfindet. Und dazu könnte ich euch einige interessante Geschichten erzählen. Denn, wie gesagt, wenn ihr Lust und Bock habt, ich werde dann zukünftig hier einige Folgen Let's Play machen. EA Sports PGA Tour. Und dann werde ich natürlich nicht nur spielen und Golf spielen, sondern auch mit Sicherheit vieles, vieles rund um den Golfsport euch erzählen können. Und vielleicht kann ich dann auch mit dem einen oder anderen Missverständnis, mit dem einen oder anderen Klischee oder Vorurteil dann auch ein bisschen aufräumen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier müssen wir rein zur BGA, dass wir hier den Weg verpassen. Und dann werden wir die erste Fuhre Silageballen abliefern. Das müsste dann da hinten sein. Ja, sehr schön. Und ich denke, wenn ich das richtig durchgezählt habe, müssten es 2 Fuhren sein. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie machen wir das am besten. Ich glaube, da fahren wir lieber gleich rückwärts ran, oder? So. Und dann versuchen wir unser Glück, indem wir hier einschlagen. Das müsste doch passen, oder? Also ich denke, dass wir die Ballen hier abladen können. Weil das hier ist Gärreste oder da drüben ist Gärreste. Wir werden es sehen. So. Okay. Und Ballen entladen. So. Sehr schön. Es tut sich was, oder? Ja, die werden angenommen. Sehr gut. 30%, also scheint so, als müssten wir noch 2-mal fahren. Naja, dann ergibt sich auf jeden Fall noch genügend Gelegenheit, ein bisschen was zu erzählen. Also wie gesagt, zukünftig und ab 7. Aber da ich ja Vorbesteller bin, werde ich bereits schon ab 4. April beginnen können. Jetzt muss ich erst nochmal zack, 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 zack. So. Ja,
ab 4. April für die Vorbesteller. Ansonsten offizieller Termin für EA Sports PGA Tour ist der 7. April. Und wie gesagt, vom 6. bis 9. findet ja das reale Masters statt. Und da passt es ideal. Und dann werden wir hier auf dem Kanal nicht nur den Landwirtschaftssimulator spielen, sondern auch mal ein bisschen Golf 18 Loch. Werden mit Sicherheit einige interessante Plätze spielen. Pebble Beach soll dabei sein. Natürlich St. Andrews. Und wo das Players ja auch immer stattfindet. TPC Sawgrass. Alles interessante Plätze, die man spielen kann. Soweit so gut. Ein bisschen mehr Informationen werde ich dann demnächst auch hier vorbereiten auf diesem Kanal zu Golf auf Baden Pharma. So, wir fahren jetzt wieder hier runter zu unserem Feld und werden die restlichen Ballen einsammeln. Es gäbe noch einen zweiten Auftrag zum Mähen. Und zwar auf der anderen Seite des Tals. Müssen wir mal schauen, ob wir dann mit diesen Gerätschaften das machen können. Oder, naja, wie gesagt, wir schauen mal. So, dann klappen wir wieder aus und sammeln ein. Und während wir hier die Ballen einsammeln, darf ich ganz, ganz kurz auch ein bisschen was erzählen zum Thema Update von dieser Map. Und ich muss auch hier wieder sagen, kräftiges Lob an den Modder, an TopAce888, weil, so wie er das auch in der Beschreibung reingeschrieben hat, finde ich das echt super. Denn natürlich immer die ganz, ganz große Frage, wenn es ein Update zu einer Map gibt, und das Thema hatte ich ja ein bisschen bei Neubartelshagen, braucht man einen neuen Spielstand oder nicht? Und er hat das wunderschön und gut gekennzeichnet, welche Dinge mit dem vorhandenen Spielstand funktionieren und welche Dinge halt, ja, wozu man dann einen neuen Spielstand braucht. Und zum Beispiel hat er, glaube ich, an der 14, am Feld 14 hat er etwas korrigiert, weil es da Probleme gab mit dem Helfer und mit den Spuren, dass dann eben, glaube ich, beim Mähen oder so die Spuren, die Ablagen nicht ganz genau gepasst haben. Und diese Korrektur greift nur, wenn man eben einen neuen Spielstand lädt. Und wer seinen alten Spielstand weiterspielen will, dann ist das halt eben nicht der Fall. Schaut doch einfach mal in die entsprechende Changelog-Beschreibung und dann werdet ihr das auch sehen. Das hat er hervorragend gemacht, ist mal alles schön gekennzeichnet mit zwei Sternchen, wo eben ein neuer Spielstand notwendig ist, und die anderen Sachen, da ist es eben nicht notwendig. So. Ballen, glaube ich, passen hier drauf. Das heißt noch vier Stück. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall noch mal fahren müssen. Hervorragend. So, eine noch und dann geht's wieder zur BA. So, der hat auch genügend PS, der kommt hier ganz gut hoch. Das heißt, da haben wir noch zwei, drei, okay, wegen drei Ballen. Verkehr. Sehr schön. Ja, wie gesagt, also wie geht es hier auf diesem Kanal weiter? Natürlich hier mit Neu-Medi-Brunn, da werden wir noch viele, viele Folgen spielen, weil ich finde es einfach eine Top-Map und wie ich schon mal erwähnt habe, natürlich ideal zu unserem anderen Projekt Big Farm,
die wir, dass wir ja auf Neubartelshagen spielen. Und auch da wird es jetzt demnächst weitergehen. Ich muss allerdings ein kleines bisschen einschränken. Ich werde jetzt die nächsten Tage ein bisschen Urlaub machen. Und verstärkt wieder in die Action geht es dann so ab dem 1. April. Also ein bisschen Geduld haben. Die eine oder andere Folge werde ich noch produzieren. Aber wie gesagt, erst ab 1. April wird es wieder verstärkt hier Landwirtschaftssimulationen geben und natürlich auch The Division immer so ein bisschen im Abwechseln. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Kombination, ein bisschen abwechslungsreich, wenn wir eben dann auch mal ein bisschen mehr Action haben mit The Division 2 und 1. So, hier kommt er gerade hoch. Und vorhin hatten wir 30% und es liegen nur noch 3 Ballen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er jetzt gleich sagt. So. Ja, auch richtig schön verwinkelt hier. Ja, da muss man immer schön ein bisschen rangieren, machen und tun. Das ist richtig cool, gefällt mir sehr gut. So. Jo, und abgeladen. Aha, da oben kommt schon Geld aufs Konto. Das ist natürlich gar nicht schlecht und somit hat sich der Auftrag ja schon mehr als gelohnt. Aber jetzt sehe ich gerade, anscheinend ist voll. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, was er denn... Ah, abgeschlossen. Okay, das heißt also, die Ballen, die wir jetzt da drauf schmeißen, die letzten drei bringen auch alles oder deren Erträge gehen alle in unser Portemonnaie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das machen wir noch. So, Vorsicht, kommt da? Nein, da kommt auch nichts. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir... Also ich habe jetzt das Update noch nicht eingespielt. Weil ich wollte definitiv erst hier noch diesen Auftrag zu Ende bringen und danach werde ich hier das Update für diese Map einspielen, die Version 1.0.2.0 von Top Ace 888. Und dann werden wir die nächsten Folgen eben mit dem Update spielen und dann gehen wir auch noch ein bisschen ins Detail, was sich alles geändert hat hier auf der Map durch das Update. Neuen Spielstand möchte ich aber eben nicht laden, weil wir haben jetzt gerade angefangen und sind eigentlich ganz gut im Flow. Und dann sehen wir einfach mal weiter, wie sich die Sache entwickelt. Wie ich schon mal angedeutet habe, wäre natürlich hier in den Wintermonaten oder in den Herbstmonaten es absolut interessant, auch ein bisschen Forstwirtschaft zu machen und dann uns hier oben, zum Beispiel hier oben rechts, eine Fläche zu kaufen, um dann hier vielleicht eben ein kleines, ja, eine Schreinerei bzw. eine Sägerei. Jetzt fällt mir gerade das richtige Fachwort wieder nicht ein. So, Achtung. Und so. Arbeitsstellung. So, jetzt. Ein Sägewerk. Jetzt habe ich es doch. Eine Sägerei. So, da sind wieder die Rehchen. Und irgendwo war vorhin auch unser Charlie unterwegs. Und ich finde, das ist ganz schön ein bisschen weit weg vom Hof, wenn der hier auf diesem Feld rumspringt. Aber er wird mit Sicherheit nach Hause finden. So, noch einen Ballen und dann werden wir diesen Auftrag abschließen. Ich gucke jetzt gerade mal. Wir hätten natürlich hier, hier noch die Möglichkeit Mähen und Ballen pressen, aber hier glaube ich nur Rundballen pressen und ja, nö. So. Wir laden, wir packen wieder zusammen. Fahren doch mal einmal da hinten rum.
Nein, wir haben nichts vergessen. Keine Ballen mehr liegen. Hier ist übrigens wirklich eine sehr, sehr schöne Wiese. Das hat richtig Spaß gemacht, hier zu mähen und zu arbeiten. Wäre eine Option, diese dann vielleicht zu kaufen. Naja, jetzt schauen wir mal. Weil, wie gesagt, diese 16 Sammelstücke, die sind immer so um die 66.000 pro Stück. Und die sollen dann in der Summe 1 Million bringen. Und das würde uns natürlich ja extrem am Anfang helfen, um dann eben noch vielleicht das ein oder andere Feld zu kaufen. Und wie gesagt, leistungsstarke Maschinen, damit wir dann auch eben mit größeren Maschinen hier auch arbeiten können. Denn wie gesagt, die Ballenpresse, mit der ich hier versucht habe, die Ballen ja, zu sammeln und zu erstellen, da ging es teilweise nur noch mit 3 oder 4 km/h eben den Hang hoch. Und das ist dann schon auf jeden Fall sehr, sehr mühsam. So. Sehr schön. Ja, ist einfach. Also ich wiederhole mich gerne hier in dem Fall. Einfach eine super Map. Toll gemacht. Macht richtig Spaß hier. Sieht toll aus. Also auch überall diese kleinen Details immer. Nee, also ganz, ganz toll. Ne, auch hier mit den Fässern und so. Und naja. Die Reifen hier. Ja, da hinten zum Beispiel das verrostete Stahl. Der verrostete Stahl und so. Also es ist ganz, ganz toll. Überall kleine, schöne Details, die einem dann doch immer wieder auffallen. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass wir mal gucken müssen, wie wir die Ballen jetzt hier noch am geschicktesten platziert kriegen. So, ich glaube ein bisschen vorfahren. So. Okay. Sehr gut. Jo. So, dann gibt es hier wieder das berühmte Thumbnail. Und damit darf ich mich dann gleich bei euch verabschieden. Aber das Highlight bzw. die Belohnung kommt jetzt. Wir werden hier abschließen. 10.500 Euro nochmal dazu. Bingo. Und da haben wir noch unsere Ballen. Das sind dann auch nochmal 6.000 Liter pro. Ja, da kommt noch ein bisschen was dazu. Gar keine Frage. So, zeigt er das an? Ja, ich glaube nicht, wenn wir... Ah, müsste man kaufen. Okay. Gut, nichtsdestoweniger, ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, ihr freut euch auch ein bisschen auf EA Sports PGA Tour. Hier bei mir dann auf dem Kanal in der Zukunft. Und ich darf mich wie immer recht herzlich bei euch bedanken und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.